Leute von heute! Wir haben heute unser Special Guest Fifi am Stissel und zusammen werden wir heute mal über Tom Bradys Comeback reden. Ja, Leute, ganz kurz, der Hund hier ist nicht mein Hund, ne? Also, aber wir chillen heute mal zusammen, einfach so. Niemand weiß, woher ich ihn hab. Aber er ist heute auf jeden Fall hier mit im Video einfach mal. Fifi, sag mal hallo. Hallo. Ja. Gut, Leute, also, Tom Brady ist zurück. Tut mir leid, dass das Video jetzt erst ein bisschen später kommt. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich schon wieder eine Woche oder so her. Aber ich hatte einfach viel um die Ohren mit anderen Videos und anderem Content, um ehrlich zu sein. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall noch meine Meinung dalassen, denn in der letzten Podcast-Folge hatte ich gefragt, ob ihr dazu meine Meinung wissen wollt. Und es haben einige mich angeschrieben, yo, mach doch gerne ein Video dazu. Und das haben auch einige unten in die Kommentare geschrieben, ja, würde uns interessieren. Von dem her, jetzt meine Meinung. Also, als allererstes möchte ich erstmal kurz sagen, wie ich allgemein zu Tom Brady stehe, damit man vielleicht meine Meinung auch ein bisschen nachvollziehen kann. Als er damals die ganze Zeit bei den Patriots war, muss ich auch ehrlich sagen, war ich einer von den Tom Brady-Hatern. Aber grundloses Haten ist meiner Meinung nach eigentlich extrem unnötig. Dennoch war ich damals auch einer von denen, die Tom Brady überhaupt nicht leiden konnten. Mir ging es übertrieben auf den Sack, dass er jedes Mal gefühlt im Super Bowl war. Immer nur das gleiche Team, immer nur die Patriots mit ihrem mega langweiligen Offense, immer nur die kurzen und mittellangen Pässe. Es ging mir einfach extrem auf den Sack und der Typ ging mir auch extrem auf den Sack, weil der so dieses Paradebeispiel von absoluter Vorzeigeathlet und toller Typ und bla 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 war. So, dann ist er nach Florida gegangen, nach Tampa Bay und auf einmal, muss ich ehrlich sagen, hatte ich direkt einen anderen Vibe, so, also es war immer noch so, ja, okay, Tom Brady, mal gucken, aber allein der Fakt, dass er die Patriots verlassen hat und nochmal ein neues Team sich gesucht hat, sozusagen, das fand ich schon sehr sympathisch einfach, weil ich mag die Patriots auch an sich einfach nicht, sorry an alle Patriots-Fans, ich weiß, es gibt sehr viele Patriots-Fans in Deutschland, aber für mich ist das ein Team, was ich einfach nicht sehr sympathisch finde, so ist einfach so. Und dass er dann den Schritt gegangen ist, da wegzugehen und auch mit Bill Belichick das Ganze sausen zu lassen, sozusagen, fand ich, um ehrlich zu sein, irgendwie sympathisch. Weil er hätte halt auch einfach da die ganze Zeit weitermachen können und noch was weiß ich, wie viele Super Bowl-Titel holen können. So, und dass er dann in dieses andere Team zu den Buccaneers gegangen ist und da einfach mal in seinem ersten Jahr bei diesem neuen Team den Super Bowl schon wieder geholt hat, also da war für mich dann klar, krass, Digga, ich kann absolut kein Hater mehr von diesem Typen sein. Ich habe nur noch Respekt für den. Wirklich. Nur noch riesigen Respekt für den. Als der den Super Bowl gewonnen hat, war das auch ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe, Quarterback zu spielen, wenn ich mich gerade nicht irre. Oder war das? Ja, doch, das war in der Zeit ungefähr. Und dadurch hatte ich noch mehr Respekt dafür, was der Typ einfach Jahr für Jahr abliefert. Und das jetzt auch noch in diesem hohen Alter. So, und dann letzte Saison hatte ich das Gefühl, sah er noch fitter aus als jemals zuvor. Er ist irgendwie gefühlt mehr gelaufen, sah agiler aus als vor 10 Jahren so. Und da dachte ich dann wirklich, alter Schwede. Also der Typ ist einfach the GOAT. So, und wir dürfen hier gerade live miterleben, was das für ein ultra krasser Athlet bzw. Profisportler ist, der hier einfach Geschichte schreibt vor unseren Augen. Und dass wir das mitkriegen dürfen und das sehen dürfen und miterleben dürfen, finde ich einfach geil. Weil in 20, 30 Jahren oder so kann man es seinen Kindern, Enkelkindern, was auch immer dann erzählen. Die wissen vielleicht gar nicht mehr, wer das war oder so. Und dann erzählt man, ey, Tom Brady damals und so, wir haben den live miterlebt. Oder vielleicht wissen sie ganz genau, wer das war, so voll so, Alter, voll die Legende und ihr konntet den live miterleben, so. Deswegen, ja, meine Meinung zu Tom Brady hat sich innerhalb der letzten Jahre sehr stark geändert und zwar sehr zum Positiven. Ich habe riesigen Respekt für ihn und, ja, fand's krass einfach, was er nochmal abgeliefert hat, so. So, dann, ganz kurz erstmal, warte mal, wie geil liegt denn hier gerade Fifi einfach mit Beine ausgestreckt. So, jetzt wissen wir natürlich alle, okay, er hat sein Retirement verkündigt, nachdem er in den Playoffs ausgeschieden ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr traurig, weil ich mir so dachte, hä, du hast doch noch voll viel drin in deinem Tank. Also du sahst jetzt nicht irgendwie aus wie, keine Ahnung, ein Big Ben oder so, der mit 3 Kühlpack-Riesen-Akkus an den Knien und Schultern irgendwie halb verkrüppelt auf dem Feld steht, so mäßig. Sondern Tom Brady sah fit aus. Und das irgendwie mit 44. Und deswegen dachte ich so, krass, Digga, zieh doch weiter durch, mach weiter und werd der allerkrasseste Sportler ever, der gefühlt noch mit 50 rasiert. So, wisst ihr, was ich meine? Ich kann natürlich auch verstehen, die Leute, die sich gefreut haben, yo, endlich ist er weg, endlich zieht er uns nicht mehr ab und so. Aber ganz ehrlich, ich hätte es ihm gegönnt, dass er einfach weitermacht und, wie gesagt, weiterhin Super Bowls holt oder was auch immer. Weil, Junge, wenn du in dem Alter noch so krass reinhasselst, obwohl du, keine Ahnung, wahrscheinlich der berühmteste Sportler der Welt bist oder einer der berühmtesten Sportler der Welt,
Familie hast, Kinder hast, was weiß ich, wie viel Geld hast, Fame hast, dann noch den Hunger zu haben, weiter zu grinden, weiter dich wirklich reinzuhängen, zu ackern, Playbooks zu lernen oder was auch immer, deinen Körper fit zu halten, dich gesund zu ernähren und so weiter und weiterzumachen, ey, da kannst du nichts anderes als Respekt einfach geben. So, was soll man denn dagegen sagen? Er ist halt einfach ein krasser Motherfucker. So, das ist halt einfach so. Auf jeden Fall war ich relativ traurig, dass er weg war, aber im gleichen Zug dachte ich mir auch so, ich weiß nicht, ob es das wirklich schon war. Also, das kannst du mir nicht so richtig erzählen, weil du warst einfach noch viel zu fit. Also, es hätte irgendwie keinen Sinn gemacht, wenn du jetzt aufhörst. Du warst viel zu fit und viel zu erfolgreich. Und deswegen, ich freue mich, dass er zurück ist. Also, ich find's geil. Ich weiß, viele sind davon abgefuckt. Und ich weiß, viele sagen auch so, ja, von wegen, ja, der wollte vielleicht auch nur die Aufmerksamkeit, hat jetzt irgendwie für 2 Monate seinen Rücktritt angekündigt und ist jetzt wieder da und will hier die Aufmerksamkeit abgreifen und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, muss Tom Brady wirklich Aufmerksamkeit probieren, irgendwie abzugreifen oder zu erzwingen so? Ich glaube nicht. Also der Typ ist so oder so absolut weltberühmt. Also ob der jetzt unbedingt hier noch was für Aufmerksamkeit machen muss, weiß ich nicht. Ich weiß natürlich nicht, warum er jetzt auf einmal doch wieder zurückkommt wollte so, aber er hat ja selber gesagt, dass er einfach noch nicht done ist, I'm not finished yet, oder ich weiß gar nicht genau, was er gesagt hat, aber da gab es auch so viele Kommentare so von wegen so, ja, der Typ hat so und so viele Super Bowl MVPs, so und so viele Super Bowls gewonnen und so viele Saisons gespielt und sagt mir jetzt, er ist noch nicht finished. So, also es ist halt diese andere Mentalität, dass du dann noch sagst, yo, ich mache jetzt doch noch weiter, dass du dann nochmal sagst, ey, die Familie und so weiter lasse ich doch nochmal nicht im Stich, aber so, wenn man halt Profisportler ist und die ganze Zeit auch rumreisen muss und die ganze Zeit arbeiten muss, trainieren muss und so weiter, dann kann man halt nicht so viel für die Familie da sein, ist ja logisch. Und dass er da den Schritt auch geht, man kann dafür eigentlich nur Respekt haben. Und übrigens auch Riesenrespekt an seine Frau und die Familie allgemein, dass die da halt mitmachen und ihn supporten und so weiter, ne? Das ist auch krass. Wobei die verdienen halt dadurch auch extrem viel Geld, also eigentlich... Ja, kann man zu stehen, wie man will. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was er jetzt diese Saison machen wird, beziehungsweise wie er spielen wird und so weiter. Ich glaube auf jeden Fall, der Typ hat noch ordentlich was drin. Also ich würde mich nicht wundern, wenn er nochmal einen Super Bowl holt, sage ich euch ehrlich. Und was wäre das bitte für ein Boss-Move, einfach so zu sagen, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich komme aus meinem Rücktritt oder aus meinem Retirement doch nochmal zurück und dann hole ich einfach mal den Super Bowl. Also das ist krass, einfach krass. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich mega. Ich weiß, es gibt viele Leute, die es kacke finden, aber ich finde es cool. Mein Vater zum Beispiel ist auch mega gehypt und ich glaube, wir sollten alle dankbar sein, auch wenn man ihn vielleicht nicht wirklich mag, aber wir sollten dankbar dafür sein, dass wir hier Geschichte miterleben dürfen, ja, weil sowas wird es so schnell nicht nochmal geben, so einen erfolgreichen Quarterback. Deswegen, ich finde es krass und vielleicht hat ja auch der eine oder andere durch dieses Video hier ein bisschen eine andere Sichtweise auf die Dinge mit Tom Brady bekommen. Mich würde auf jeden Fall eure Meinung sehr interessieren, deswegen schreibt mal unten rein, wie ihr dazu steht. Glaubt ihr, er wird nochmal was reißen? Fandet ihr das jetzt cool oder nicht cool? Wie steht ihr dazu? Lasst es mich unten wissen. Ansonsten abonniert natürlich gerne, wenn ihr neue Sachen nichts mehr verpassen wollt. Lasst hier ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und liebe Leute, checkt gerne mal meinen Merch-Shop aus. Ich habe gestern wieder eine Bestellung reinbekommen und es hat mich sehr gefreut. Also falls du das Video hier guckst, vielen Dank. Und ja man, der Shop ist auf jeden Fall ganz cool, finde ich. Deswegen guckt da gerne mal vorbei. Und ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, haut rein und bis zum nächsten Video, ne? Bis dahin, euer Eric und natürlich auch Tschüssi mit Üssi von Fifi. Ciao, Leute.